herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir eine Spargelpasta. Es ist Spargelzeit, also warum nicht das einfach mal nutzen mit den Lieblingszutaten der kompletten Familie, in dem Fall Nudeln oder Tagliatelle. Das funktioniert sogar als All-in-One-Gericht und wie, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür aus dem Supermarkt einen Bund grünen Spargel. Der wird nicht geschält, der wird lediglich gewaschen und die Enden, ups, die könnt ihr unten etwas abschneiden, dass es auch schön frisch ist. Eine Packung Tagliatelle, ihr könnt auch Spaghettini nehmen, das sind diese kleinen, aber ich finde einfach Tagliatelle super, super toll und passend dazu, weil es auch eine Sahnesoße ist, also empfehle ich ganz klar. Tagliatelle aus dem Kühlregal. 500 ml Wasser, 15 Gramm Mehl, 30 Gramm Butter, 250 Gramm Sahne zum Kochen. Ihr könnt auch ganz normale Sahne nehmen, also ihr müsst jetzt nicht die Rama kaufen. 50 Gramm Parmesan, 1 Teelöffel Gemüsebrühe und eine Packung Kochschinken. Ein Schuss Weißweinessig, das ist wirklich nur ein Esslöffel, eine Zwiebel und natürlich Gewürze wie Salz, Knoblauch, eine Prise oder eine Knoblauchzehe und Pfeffer. Legen wir auch direkt los. Wir beginnen wie immer mit der Zwiebel, die einmal halbieren und in den Mixtopf geben. Wer jetzt mit frischem Knoblauch arbeitet, gibt die Knoblauchzehe bitte jetzt mit zu der Zwiebel dazu. Ich mache das nicht. So, Deckel drauf, Messbecher rein und 5 Sekunden bei Stufe 5 zerkleinern. Daran hat sich nichts geändert. Mit dem Spatel alles einmal nach unten schieben. Eine Prise Knoblauch dazu. Fünf Gramm Mehl. Und dazu kommen 30 Gramm Butter. Jetzt geben wir den Deckel drauf. Einmal ins Anbratprogramm und das braten wir jetzt 4 Minuten an bei Stufe 1 und 100 Grad, einfach damit wir es mehr so andünsten und nicht so kross braten sozusagen. Von daher 4 Minuten Stufe 1 bei 100 Grad. Und wenn ihr das einmal angedünstet habt, könnt ihr den Deckel abnehmen. Dann kommen wir zu der Sahne. Die könnt ihr einmal da reingeben. ml Wasser. Und ein gehäufter Teelöffel Gemüsebrühe. Und 2 Teelöffel Essig. Ihr könnt auch einen Esslöffel nehmen, aber wirklich nicht mehr. Wir wollen uns den Geschmack ja nicht versauen. So. Dazu kommt ein Teelöffel Salz, ein flacher Teelöffel Salz. Nachwürzen können wir immer noch. Wir wollen uns ja nicht das komplette Essen versalzen. Und ein Teelöffel Pfeffer. Dann geben wir den drauf, Messbecher rein und jetzt kochen wir das im normalen Startmenü für 7 Minuten. Stufe 1 und 100 Grad.
Und in der Zeit könnt ihr schon mal den Spargel in Stücken schneiden. Den Schinken hier auch in so Art Würfel. Und mit den Nudeln braucht ihr nichts weitermachen. Die geben wir danach einfach dazu. Ganz zum Schluss. Denn denkt bitte dran, Tagliatelle aus dem Kühlregal brauchen nur 2 Minuten. Also bitte verkocht sie nicht. Die Soße haben wir jetzt einmal aufgekocht. Oh, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt geben wir den Schinken dazu. Je nachdem, wie groß ihr den Spargel haben wollt, die Spargelstücken, ich werde ihn zweimal in der Mitte durchschneiden. Dass ich ungefähr so ein Stückchen habe. Der kommt auch dazu und dann wiegen wir 50 Gramm Parmesan ein. Deckel drauf und 6 Minuten. Jetzt müsst ihr den Linkslauf einschalten, weil sonst ist alles vorbei. Bei Stufe 1 und 100 Grad. Jetzt könnt ihr schon mal die Nudeln oben abschneiden, also aufschneiden besser gesagt. Und die werden jetzt noch etwas zusammenkleben, aber die könnt ihr schon mal so ein bisschen lösen, einfach mit den Fingern. Das ist kein Problem, die lassen sich mal ganz leicht voneinander entfernen. Und da die, wie gesagt, nur 2 Minuten brauchen, bis sie gar sind, werden wir die als allerletztes dazugeben, wenn der Spargel hier einmal gekocht wurde. Der Spargel wurde jetzt einmal gekocht. So. Und der sollte jetzt auch noch im Ganzen sein, beziehungsweise in der Größe, die ihr da reingemacht habt. Und jetzt kommen wir zu der Tagliatelle, die geben wir einmal dazu. Deckel nochmal drauf. Und 2 Minuten braucht es laut Packungsanweisung. Beim Gerät geben wir immer 1 Minute dazu. Heißt 3 Minuten bei 100 Grad im Linkslauf. Bitte, bitte Linkslauf, sonst wird es nichts. Bei Stufe 1. Nochmal mitkochen, dann ist die Tagliatelle gar. Das sieht doch schon richtig gut aus. Es ist fertig. Und wem das jetzt noch zu fest ist mit dem Spargel, der kann da einfach nochmal 1 Minute mit dran geben. Aber denkt bitte dran, ein grüner Spargel braucht nicht so lange wie weißer Spargel. Er ist einfach dünner, er wird nicht geschält und sonst verkocht er nachher. Und das wollen wir nicht. Er soll ja bissfest sein und bleiben. Und von daher reichen da insgesamt 10 Minuten Kochzeit für den Spargel aus. So, unser Gericht ist fertig. Einmal abschmecken. Mir hat da etwas Pfeffer gefehlt. Und das habe ich jetzt eben noch mit dazugegeben. Und das einmal durchrühren. Und dann könnt ihr auch schon essen. Und fertig ist die Spargelpasta. Ich finde die einfach super lecker. Schnell gemacht und vor allen Dingen, es ist ein All-in-One-Gericht. Das lieben wir doch alle. Wie gesagt, das geht auch mit anderen Nudeln. Wer keine Tagliatelle mag oder sagt, ach nee, ich habe jetzt keine zu Hause, ich will nicht extra einkaufen gehen. Ihr könnt auch Spaghetti nehmen, brecht sie einmal in die Mitte durch und dann gebt ihr sie einfach mit durch die Deckelöffnung. Und zwar dann, während ihr den Spargel kocht, weil Spaghetti brauchen ja länger. Also es geht hier rein um die Garzeit, dass wir jetzt die Tagliatelle später dazu gegeben haben. Bei richtigen Spaghetti gebt ihr es einfach oben durch die Deckelöffnung dazu. Kocht alles zusammen und dann habt ihr quasi das Gleiche, nur eben mit anderen Nudeln. Aber ich finde, Tagliatelle passt wunderbar hierzu. Auch mit dem Schinken finde ich total super toll und lecker und gelungen. Und das ist mal was anderes und dafür kann man garantiert die ganze Familie begeistern.
Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmachen. Euch schmeckt das? Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.